1998 haben Anja und ich hier mit zwei Kindern angefangen, das alles zu machen. Da fragen wir uns heute noch, wie wir das teilweise hinbekommen haben. Und zu dem Zeitpunkt konnte man bei uns noch das freiwillige ökologische Jahr machen. Da kamen Katharina und Maria unter anderem, unter vielen anderen auch hierher. Katharina ist ja die Einzige, die von uns wirklich ökologischen Landbau studiert hat. Wir anderen sind alles Quereinsteiger. Also Anja ist Klavierbauerin, macht deshalb ja auch das Klavierstimmen. Gabriel ist eigentlich ein Informatiker, ich bin eigentlich ein studierter Künstler. Maria war Sozialpädagogin und der Francisco ist Theatertechniker, ist Ingenieur. Also alles völlig artfremde Berufe. Nur Katharina hat also ökologischen Landbau in Witzenhausen studiert und war auf Hofsuche, hat den Unterhammer gefunden. Wir sind also zwei Höfe, der Unterhammer und die Klodrammühle und eine GbR, die Schafshofkäserei Salden-Tauro GbR. Ich merke sehr deutlich, dass immer mehr Interesse an unserer Lebensführung besteht, dass Leute hierher kommen, um zu sehen, wie machen wir das, weil die mit der Lebensführung, so wie viele das machen, wo sie in ihrem Hamsterrad laufen, nicht mehr zufrieden sind, ihren Interessen nicht nachgehen können und nach sinnlicheren Erfahrungen suchen. Im Käsekurs bringe ich das auch immer an. Es ist sehr wichtig, dass wir unseren Käse hier aus Rohmilch herstellen. Also der Käsekurs, den ich hier gebe, wo derjenige auch wirklich lernt, Käse zu machen, also nicht nur einen Überblick bekommt, sondern er macht direkt selber auch tatsächlich einen Käse, der geht über Rohmilchkäse. Also wir arbeiten mit Rohmilch und das heißt, dass wir eine sehr hohe Qualität in der Milch haben müssen. Eine Rohmilch beinhaltet alles an Leben, was von der Kuh kommt. Und das bleibt auch erhalten in der Milch. In einer riesengroßen Molkerei, wenn da also hunderttausende Liter pro Tag verarbeitet werden, kann man überhaupt gar nicht mehr die Qualität gewährleisten, um da eine Rohmilchproduktion draus zu machen. Das heißt also automatisch, dass ein Rohmilchprodukt ein sehr wertvolles Produkt aus der kleinbäuerlichen Landwirtschaft ist, was es so in der industriellen Lebensmittelproduktion gar nicht geben kann. Und genau das ist ja das, was die Leute ja erfahren wollen hier, dass sie nämlich eben die Sinnlichkeit zu ihren Lebensmitteln wieder bekommen. Und nichts steht schöner dafür als ein Rohmilchkäse, meines Erachtens. Denn die Liebe, die wir zu dieser wunderschönen Gegend, in der wir glücklicherweise wohnen dürfen, haben, und die Liebe, die wir zu unseren Böden, zu unseren Tieren haben, die schmeckt man letzten Endes im Käse.